Kaspar, du hast ja auf den Boden hingelegt und wir wollen jetzt eine Schulterbrücke-Übung zeigen, das sehr gut ist, um die Beweglichkeit in den unteren Rücken zu verbessern und eventuelle Rückenschmerzen zu lindern. Wir treten die Füße kraftvoll auf den Boden und dann spannen wir die Gesäß- und Bauchmuskeln an und versuchen die Hüftgelenke zu strecken. Dabei wird das Becken ganz leicht angehoben und dann rollen wir wieder runter. Ganz weich nach unten rollen und dafür sorgen, dass die Spannung den Körper ganz verlässt. Dann treten wir die Füße kraftvoll runter, spannen die Gesäß- und Bauchmuskeln an, roll ganz ruhig nach oben und dann ganz weich wieder nach unten. Diese Bewegung führen wir ganz oft durch. Denkt daran bei den Bewegungen, dass die untere Wirbelsäule passiv bewegt werden können. Denn Kraft holen wir aus den Beinen, Gesäß und Bauch. Erst später, wenn wir anfangen möchten, über den Brustwirbelsäule zu rollen, fangen wir an, die Muskelstrukturen, die in diesem Teil sich befinden, zu aktivieren. So, du rollst jetzt ganz ruhig ein bisschen weiter nach oben. Wir starten mit Bauch und Gesäß, rolle über den unteren Wirbelsäule zu den unteren Brustwirbelsäule und fange an, ein kleines Stück da anzuheben. Bremst dann den Bewegung und kontrolliert, dass du den unteren Rücken nicht anspannst und roll dann ganz langsam wieder runter. Eine weiche Rollbewegung durchführen, wo man daran denkt, dass die Wirbelsäule wie eine Kette bewegt werden können. Probier es nochmals, trete die Füße runter, Gesäß anspannen, Bauch, heb das Becken und roll ganz langsam über den unteren Teil. Fang an, die Brustwirbelsäule anzuheben, indem du die Muskeln dort aktivierst. Zum Schluss kommt man dann auf den Schultergürtel drauf. Da bleiben wir einen Moment und spüren den Tragen der Arbeit und kontrollieren, dass die Lendenwirbelsäulenmuskulatur passiv bleibt. Und dann rollen wir wieder runter. Eine gute, weiche Bewegung durchführen. Die Beine nach vorne strecken und die Hüfte runterschieben, rechts und links.